Und würde auch gerne noch weiterspielen. Wenn ich dann noch eine Folge habe. Warum denn nicht die Zeit ausnutzen? Ich habe da drüben gerade wieder einen Boss gesehen. Hier waren doch nicht mal in direkten Dungeon, ne? Und trotz alledem war da drüben ein Boss. Einfach mal so in der Wildnis. Und hier haben wir jetzt eine Chest bekommen. Okay. 10 Glimms. Ich würde ja ganz gern mal wissen, wie viel Gold ich jetzt letztendlich habe. Keine Ahnung. Ich besiege jetzt erstmal den Boss hier. Warum auch immer hier ein Boss ist. Ja, er holt natürlich gleich Verstärkung. Aber ich habe ja noch Tränke und alles. Ja, meine Vögel. Die kommen zur Hilfe. Das ist das Beste. Wenn ich Glück habe, dann kommen die Vögel zur Hilfe. Und das ist schon ganz... Das ist schon geil. Richtig geil. Boah, was bin ich froh, dass ich die Vögel habe. So, ich habe jetzt hier eine Sonnenbrille. Oder ist das eine Sonnenbrille? Ja. Ja, man muss immer gucken, ob man die Sachen jetzt ausrüstet oder nicht, ne? Weil die haben positive Sachen, aber auch negative. Was haben wir hier jetzt Schönes? Keinen Platz mehr. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Das ist schon besser. Dann nehmen wir das auch gleich mal. Ah, das Feuer ist schon gemein. Gehen wir mal weiter. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Map. Wie weit ich einfach schon weggegangen bin, ne, von den Spielern. Wir sind doch beinahe schon Level 7. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann. Ich bin hier völlig alleine, ne? Oh, was für Riesenbäume. Mal gucken, ob wir noch was Interessantes finden. Dungeon-mäßig oder so. Da ist was. Was groß ist, ne? Was ist das, eine Burg oder so? Oh, ich hab was gedroppt. So, warte mal. Ein bisschen Platz machen. Nee, ist aber nicht besser. Gut, dann gucke ich mir das jetzt mal an, dieses Etwas. Boah, sieht das cool aus. Das ist eine riesen Festung. Alter, wie geil. Krasser Scheiß. Die Musik erinnert mich jetzt so ein bisschen an Luigi's Mansion. Da wartet schon einer auf mich. Scheiße, wer ist denn das? Hä, ich dachte, das wären meine Helfer. Warum greifen die mich denn jetzt an, die Scheißbienen? Oder ruft der die? Oh Gott, nein. Schnelle Heilung jetzt hier. Aber Dalli. Scheiße, was war das denn für einer? Okay, da habe ich echt gerade eine krasse Arschkarte gehabt. 155 mehr Leben. Schon wieder ein Bogen, ne? Alter, was ist das denn bitte schön für ein krasser Bogen? Der ist ja geil. So richtig spooky. Okay. Was? Elite Difficulty. Boah, ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Ich habe auch bald keine Tränke mehr. Ohne bin ich aufgeschmissen. Eher sind Granaten oder Bomben, ne, die ich jetzt habe. Habe ich ja davor auch noch nicht drauf geachtet, dass ich die schon habe. Habe ich erst bekommen, ne? Ich könnte nämlich nicht schwören, dass ich die schon länger habe. Hier ist jetzt ein Riesengebäude, aber da kann ich irgendwie nicht rein. Das ist ja ernüchternd. Doch. Alter, wie krass sieht das aus? Kann ich hier durch?
Wenn ich das kaputt mache? Tatsächlich, ich kann da rein. Ich breche jetzt einfach mal ein. Nice. Wie geil. Okay, hier hätte ich auch reingekonnt. Was sind das denn? Eier und Bacon. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig hässlich. Ja, ist auch nicht so geil. Aber sieht witzig aus. Eine coole Idee auf jeden Fall. Okay, da drin geht's dann nach draußen. Hier sind auf jeden Fall nochmal Gegner drin. Das ist aber echt eine coole Einrichtung hier. Ich kann mir schon vorstellen, das Spiel macht mit Freunden, wenn man da Gebiete erkunden kann und so und sich gegenseitig helfen kann. Ich denke mal, das macht schon Spaß zusammen. Das ist ja eine Riesenküche. Wie cool ist das denn? Gut, gehen wir mal hier durch. Oh, okay, was war das? Gehen wir einfach mal durch die Stacheln. Boah, was ist das für eine riesen Villa? Wo bin ich denn hier nur gelandet? Ist das geil. Mit so fetten Treppen. Ist das episch. Und vor allem, hier gibt es auch noch so richtig viele Räume. Also man könnte jetzt nach oben gehen. Aber man könnte jetzt auch noch mal hier reingehen. Aber da wartet ein Boss auf mich. Wollen wir es wagen, Leute? Ich glaube, wir wagen es mal. Es müsste ein Boss sein. Hier, friss das. Ja, tatsächlich ist es ein Boss. Scheiße, wie viel... Alter, wie viel Verstärkung holt denn der... Alter, so viele Spinnen hier. Da noch Lakaien. Bis zum geht nicht mehr. Hier, friss das. Meine Hühner helfen mir. Boah, was war denn das? Hier war ja was los. Nee. Warte mal. Dann lassen wir das droppen. Ich bin aber mal gespannt, was in der Kiste da drin ist. Wie viel Platz brauche ich? Wie viele Items sind das? 2, ne? Dann mache ich mal ein bisschen Platz. Nimm die mal an mich. Das ist eine Waffe. Brauche ich schon mal nicht. Ja, und der Hut ist leider auch nicht besser. Das war aber ein Kampf, ne? Also das Spiel ist so abwechslungsreich. Ich finde das mega cool. Jetzt gucken wir uns nochmal hier im restlichen Schloss um. Aber es hat den Anschein, als wäre hier nichts mehr, ne? Obwohl, wo bin ich denn jetzt, bitteschön? Ja, okay. Ich sehe gerade, hier ist auch nochmal ein Weg gewesen. Ist hier auch nochmal ein Boss? Sieht zumindest danach aus, ne? Oder ist das nur ein ganz normaler Gegner? Nee, das ist, glaube ich, ein Boss. Ah, der hat was gedroppt. Nut. Ist aber auch nicht so gut. Wollen wir den Boss nochmal bezwingen? So, die Zeit, die hätten wir auf jeden Fall nochmal. Dann greifen wir den einfach mal an. Ja, er holt natürlich gleich Verstärkung. Boah, schleudert mich doch nicht durch den ganzen Raum. Aber das ist schon fies, dieses Teil, was dann immer nach oben schleudert. Es könnte auch eigentlich positiv sein für mich, dafür den Boss jetzt. Der tritt dann auch nämlich die ganze Zeit in die Falle. So, komm schon. Oh Gott, meine Leben. Ja, das lief doch ganz gut. Den brauche ich ja nicht, ne? Den Head. So, hier sind nochmal ein paar Gegner. Die haben mich Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Die hätten denen jetzt bestimmt geholfen. So, ich bin jetzt aber wieder gespannt, was in der Truhe da drin ist.
Wieder ein paar geile Items. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Es gibt so viele Items, ne? Das ist krass. Das ist eigentlich ganz gut. Das Gesicht. Ja, nicht schlecht, doch. So, ich denke mal, das war's jetzt aber. Dann brechen wir mal wieder aus. Man, gut, dass man die Fenster kaputt machen kann, ne? Du kannst ja echt alles zerstören. So, cool. Das war eine coole Burg. Hat Spaß gemacht, doch, auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder hier im schönen Grünen. Mag ich sowieso mehr. Dann reiten wir hier nochmal ein bisschen rum. Was ist denn das da oben? Noch ein Dungeon. Ja, ne? Doch. Wo einer ist, da ist der andere weit nicht weit entfernt. Den könnten wir auch noch schaffen. Da habe ich jetzt auch gerade Bock drauf. Doch, den machen wir noch. So viel Zeit ist noch. Aber der ist ja altertümlich. Der ist ja vom allerersten. Also sprich, den kennen wir schon. So die Einrichtung, ne? Hatten wir alles schon. Na. Jetzt lass dich doch mal abschießen hier. Sauber. Da geht's in den Dungeon, genau. Dann mal los. Und hops. Oha, 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 oha. So viele Viecher. Ja, meine Küken. Helft mir. Nice. Okay. Der Boss ist schon mal besiegt. War jetzt nicht unbedingt schwer, aber ich glaube, waren nur so kleine Gegner, so Zwischengegner, Zwischenbosse. Die Ausrüstung sieht jetzt schon mehr interessant aus. Ja, mein Inventar ist leider voll. Öffne ich die Truhe mal. 8 Flux. Dann hebe ich die Items mal auf. Ja, da brauche ich sogar noch ein bisschen mehr Platz für. So, na gucken wir mal. Das ist schlechter. Schlechter der Schweißerhelm. Und das Huhn auf dem Kopf. Sieht zwar ganz witzig aus, bringt aber leider auch nichts, ne? So, gehen wir mal weiter. In die nächste Etage. So. Hier liegt einfach mal ein Head rum. Habe ich den übersehen? Ich glaube, hier war ich schon, ne? Der ist sogar... ja, ein weit Stück besser. So ein Schild auf dem Kopf. Ach, da kam ich sogar her, ne? Hat wohl nur eine Etage. Ich vergesse das immer wieder. Ja, aber wir sind jetzt mittlerweile Level 7. Müssen hier eigentlich jetzt noch ein bisschen rum eiern, dass wir dann weitergehen können. Vielleicht schaffe ich es ja in der nächsten Folge. Eine Folge wird dann noch kommen. Vielleicht schaffe ich es ja in der nächsten Folge, dass wir immerhin nochmal das 10er Portal betreten können. Das ist ja, glaube ich, 8 bis 10 oder so. Ich weiß es gar nicht, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen, Leute. Wir teleportieren uns jetzt erstmal zurück. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben heute wieder viel geschafft in den 2 Folgen. Doch, Level gestiegen, schöne neue Ausrüstung bekommen. Wir haben uns vor allen Dingen mal die anderen Welten angeguckt. Und ja, da waren ein paar Highlights dabei, fand ich jetzt zumindest. Diese Villa, die war schon ganz geil. Ja, cool, ne? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Truth. Die letzte Folge steht an und, ja, es ist ein bisschen traurig, aber immerhin ist jetzt ein wenig mehr Platz für andere Projekte wieder. War ja auch nicht lang, ich wollte euch das auch nochmal kurz nur gezeigt haben.